Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, zu Beginn gleich mal, was ist denn jetzt los? Diese Woche werden die Folgen wahrscheinlich etwas kürzer. Und vielleicht kommt auch nicht an jedem Tag eine Folge. Muss ich mal gucken, weil ich habe tatsächlich den Aufnahmetermin verpeilt. Das erste Mal in all dieser Zeit, seit wir das Projekt aufnehmen. Das heißt, die anderen mussten über eine Stunde leider auf mich warten. Das war sehr ungeschickt. Ich war aber zu meiner Verteidigung am Gamingzimmer am Basteln. Bin ich hier jetzt schon gefahren? Synchro braucht auch noch ein bisschen. Und deshalb war ich oder bin ich viel zu spät gekommen. So, außerdem habe ich eine E-Mail vom Polizisten gekriegt, dass alle Anklagepunkte sozusagen von letzter Woche oder Strafmandate niedergelegt werden. Das heißt, wir haben weder ein Bußgeldverfahren wegen Schwarzarbeit noch sonst irgendwas am Hals. Das ist ganz gut und wir können theoretisch die Agrargemeinschaft auch trotzdem wieder anmelden. Wobei ich da noch am Überlegen bin, was wir da jetzt dann genau weitermachen. Weil, ja, ist halt die Frage, ob das wirklich als Gemeinschaft Sinn macht oder ob wir nicht doch einfach einen Verein gründen. Der ist ja darauf ausgelegt, keinen Gewinn zu machen. Das heißt, da sollte gar nicht in Betracht gezogen werden, dass irgendwelche krummen Geschäfte laufen. Was ist denn jetzt los? Ja, Synchronisierung vom Server läuft natürlich auch noch nebenbei, deshalb gerade nicht alles so flüssig hier und nicht alles so schön. So. Aber ich habe jetzt zumindest gleich mal das Feld hier fertig. Und da sollte ich auch gleich mal telefonieren. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, servus. Ich habe eine E-Mail gekriegt vom Jäger. Scheiße. Ja. Dass die, die Strafverfahren, die letzte Woche du vorgetragen hast, zunichte sind. Gelten immer noch die Strafverfahren? Nö. Es wird nicht weiter drin. Ja, was? Gearbeitet, also. Es wird nicht weiter nachverfolgt. Aber die Strafe geht trotzdem noch. Ne, wenn die Verfahren eingestellt sind, warum soll es dann. Ich weiß auch nicht, was der Jäger geschrieben hat. Ja, der hat gemeint, dass alle drei Anklagepunkte von wegen Schwarzarbeit, Begründung der Dingens da und so, dass das nicht zählt. Ich hab das jetzt gerade nicht dabei. Das wäre mir jetzt neu. Tja, dann solltet ihr euch mal besser absprechen. Weiß auch nicht, was er geschrieben hat. Oder er hätte dich in CC nehmen sollen. Steht aber auch gerade neben mir. Ja, dann frag ihn doch mal, was er geschrieben hat. Herr Jäger? Was hast du denn geschrieben? Ich habe geschrieben, dass die Dinge halt, dass die Verfahren halt nicht komplett eingestellt sind, aber dass das halt nicht weiter verfolgt wird. Ob die Strafen zu zahlen sind oder nicht, habe ich nicht reingeschrieben. Was? Hallo? Herr Jäger, der Volker hat das nicht so ganz verstanden. Ja, dann kannst du das ja wiedergeben, du hast es ja gerade gehört. Nö, ich hab auch nicht wirklich gehört. Der Motor war so laut. Ich
ich habe gesagt, dass die Dinger nicht weiter verfolgt werden. Ich habe nicht gesagt, dass die Strafen gezahlt werden müssen. Ich habe auch gesagt, dass das etwas, der Herr Neumann entgegengenommen hat, auch, dass er das nicht hätte tun dürfen. Dass das auch nochmal verfolgt wird. Aber nicht gegen Varuna, sondern gegen den Herrn Neumann. Weil er hätte das Geld gar nicht annehmen dürfen in dem. Na, hatte ich also doch recht. Allerdings habe ich auch gesagt, dass er die Anmeldung auf der Wache vornehmen kann, sofern er die Dokumente dabei hat. Ja, das habe ich schon verstanden. Habe ich gelesen, dass ich ja noch die Anmeldung machen könnte, wenn ich das wollte. Aber naja, wir sind ja nicht gegründet, wir helfen uns ja gerade gegenseitig nur ein bisschen. Von dem her ist das alles kein Problem. Gut. Ja, wenn ihr euch da mal einig seid, dann hätte ich auch gern meine gezahlte Strafe zurück. Strafe bekommen? Das Geld bekommst du so oder so nicht. Das ist eine Sache, das könnt ihr unter euch ehren. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Also du willst eine Strafe einbehalten, die du nicht hättest haben dürfen. Ja klar, es geht ja in dem Fall nicht, dass ich das angenommen habe. Es geht ja darum, wegen der Genossenschaftssache. Ja, aber genau genommen hätte er es annehmen dürfen. Ich hätte es nicht annehmen dürfen, das stimmt schon. Aber trotzdem... Das habe ich ja gerade auch gesagt. Und dann... Mit alles rechtens ist, müsstest du, Herr Neumann, alles zurück. Ja, ich muss mal gerade auflegen. Bis dann. Tschüss. Servus. Servus. Wo fährst denn du hin? Ich wollte noch deinen Anhänger leer machen fahren. Ah ja. Ich muss, glaube ich, zum Jürgen. Ich glaube, ich brauche einen Service vom Gruppe. Okay. Weißt du, wo der sich gerade aufhält? Weißt du, wo der gerade rumfährt? Okay. Dann schaue ich mal bei denen am Hof vorbei. Alles klar. Gut. Wegen der Genossenschaft müssen wir nochmal gucken. Oder ob wir jetzt einen Verein gründen. Müssen wir aber auf nächste Woche verschieben. Ja. Alles klar, kein Problem. Aber wir helfen uns jetzt trotzdem gegenseitig. Hat ja keiner irgendwas davon. Ja. Nö, das ist schon richtig. Gut. Wir müssten dann auch mal gucken, dass wir die Felder wieder ansehen. Ja. Was macht denn, was macht denn der andere hier, der dieser? Der fährt jetzt gerade seine Wolle verkaufen. Ist der endlich fertig? Ja. Okay. Gut, und dann müssen wir einmal drüber düngen und Felder bestellen. Ja. Gut. Dann bis die Tage. Ciao. Jo, ciao. Klingelingeling, klingelingeling. Hallo? Jo, Jürgen, Folge hier, servus. Moin. Ich bräuchte einen Service an meinem Glas und am Grubber. Ja. Wo kann ich denn hinkommen? Wo machst du denn das? Beim Blaubeerhof. Okay, dann fahre ich gerade mal rüber. Bist du da? Ja, nee, momentan nicht. Ich bin gerade bei der beim Gemüsehaus. Ah. Lade da jetzt Paletten ab und dann fahre ich deine Dings runter. Deine Nägel. Habt ihr einen Ersatztraktor, den ich nutzen kann? Ne. Haben wir keinen da. Kannst du vorbeikommen und den Service bei mir am Hof machen? Kann ich machen. Dann würde ich das Fahrzeug bei mir am Hof stehen lassen und dann passt's. Okay. Jo. Gut. Ich brauche halt ein bisschen, vielleicht, je nachdem. Jo. Ach, was ist denn heute los? Gut, bis später. Tschö. Jo, tschö. Was ist denn heute schon wieder los hier? Ey? Gibt's ja nicht. Sonst würde ich nämlich am Blaubeerhof sitzen bleiben. Es wäre natürlich suboptimal, weil wir haben einiges zu tun.
Ich müsste auch mal gucken, ob ich vielleicht wieder irgendwas verkaufen kann. Wir haben 180.000. Warte mal, die Strafe, die ich hier gezahlt habe, die war ja, glaube ich, für Steuer, gell? Ja. Okay, da werde ich nicht weiter. Heute ist wieder Katastrophe hier. Also wenn das, ich glaube, dass die Strafe ja dafür war, dass ich die Steuern nicht rechtzeitig bezahlt habe. Oder nicht angegeben habe, sagen wir so. Deshalb werde ich da auch nicht weiter vorgehen. Und wir gucken einfach, dass wir jetzt mehr oder weniger einen Neustart hinlegen. Wie gesagt, ich werde mir überlegen, ob wir einen Verein gründen oder was wir da machen. Und dann schauen wir mal. Für heute war es das aber schon. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.